Da habe ich was gesehen. Den einen haben wir komplett erwischt. Der andere ist da noch was zum Henken. Au! Wow! 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 Nix weg! Nix wie weg! Nix wie weg! Nix wie weg! Okay, warte. Komm, komm. Komm, bitte, im Visier. Ist eine Marionette? Wir haben sie, glaube ich. Oh Gott, ist das übel. Warte, Farbe wechseln. Alles Element macht sich halt doch in vielerlei Hinsicht noch besser. Nur nicht bei ihr. Lederhut der Dame. Oh. Wessen Dame? Ein extravaganter Hut, den die Damen des Ritterkönigreichs bei Opernbesuchen tragen. Ihr luxuriöser Lebensstil verursacht Neid in den Nachbarländern. Ja, klingt sehr plausibel alles. Oh, was ist los, Mietz? Ihr habt nur eine Dreiviertelstunde. Ja, und nachher gibt's einen neuen Kratzbaum. Wobei ich mich frage, die Kiste sieht ein bisschen sehr klein aus dafür, dass ein ganzer Kratzbaum da reinpassen soll. Also so ein großer. Muss ich da jetzt runter? Ja, okay. Was ist los, Mietz? Oh, nicht da runterfallen. Nicht da runterfallen. Hm? Ja, fein, Mietzi. Fein. Na, du bist mir ja einer, hä? Du bist mir ja einer. Schmusen, ja? Sorry, ganz kurz Katze knuddeln. Ja? Einmal ganz kurz Katze knuddeln. Knarze kuddeln. Noch eine Knarze. Noch eine Knarze, hm? Schoß? Schoß. Okay. Ja, für Schoß. Aber lass mich weiter. Och, Leute. Da geht's noch tiefer. Aber wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Nur für alle Fälle. Da geht's auch ins Dus. Tschüss. Uiuiui. Haut. Exemplar. Halt. Ein seltenes Stück im Besitz von Körpersammlern. Trotz ihrer metallähnlichen Haut sind Blutorks Helden nicht gewachsen, wenn sie isoliert sind. Meine Fresse, was haben die damals nur gemacht hier? Man fragt sich wirklich. Dann fragt man sich, warum das hier so dunkel ist. Ich meine, ja gut, wir haben unsere Taschenlampe, ne? Die ist ja super. Dann ist das geil gemacht. Auch mit den Schatten, wie die wandern. Ist das so cool? Oh, hier ist beleuchtet. Oh, so viel. Da ist viel. Es sind hier viel zu viele Gänge. Ich habe hier schon mittlerweile komplett den Faden verloren. Wohin geht das hier? Wo ist die Katze?
Okay, jetzt müssen wir hier runter. Was? Hier geht's nicht hoch. Oh. Welche Überraschung hier? Heilige Scheiße. Für alle Fälle. Überall mal nachgucken. Oh. Ah. Haben wir hier schon mal? Nee, hier waren wir noch nicht. Zeremonienschwert? Hm? Untersuchen? Also hier können wir jetzt das Ding da lassen, wenn wir es denn wollten. Aber ehrlich gesagt will ich das noch gar nicht. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir müssen nochmal zurück. Wir haben noch nicht alles untersucht. Gut, Licht kommt noch mit. Nein. Da müssen wir noch nicht hin. Ich möchte hier noch die restlichen Dinge durchsuchen. Aber Skillen können wir schon mal. Skillen können wir schon mal. Nur die Stufen des Magie wirkt Tempo zu erhöhen. Das ist immer gut. Wir kommen ja hier gar nicht mehr zurück. Oder? Warte, hier geht's auch noch lang. Ja, was ist los, Mietz? Hm? Was ist das? Eine Barriere? Hier kommt man nicht weiter? Okay. Keine Ahnung, wozu das Ding da war. Oh, ist irgendwas? Okay. Irgendwas schießt von unten. Ich sehe es nur gerade nicht. Oder? Und ist irgendwas gelb? Leuchtet irgendwas gelb? Nee, warte mal, von unten sind wir doch gerade gekommen, oder nicht? Und wo sind wir gekommen? Und, was? Was ist das hier? Verdammte Neugier. Okay, wir haben's. Wir haben's. Wie viel ist? Und was ist das? Eine Kiste? Noch eine Kiste? Ich ahne schon. Thank you.
Nur auf den Schädel, auch gut. Häuptlingsschädel. Nice. Ja, von den Menschen eroberte Schädel des Blutorg-Häuptlings wurde zum Kelch, mit dem sie ihren Sieg feierten. Okay, ist in dem Fall mal andersrum, ja, dass die Menschen aus den ihren Feinden den Schädel zum Trinken benutzt haben und nicht die Orks. Normalerweise sagt man das immer über die Orks, ne? Ein Veroberer schmeckt nicht so süß wie ein Festmahl aus dem Triumph. WTF. Zeremonienschwert. Ein von der Kirche gesegnetes göttliches Schwert. Ein glorreiches Symbol, das Heldenveteranen als Anerkennung für ihre Hingabe und Treue verliehen wird. Aha. Ja, zum Glück sind die leicht. Was noch so ein Ding? Spitzhacke. Okay. Landstreicher durchsuchten uralte Relikte nach Gütern, die sie zu Geld machen könnten und schießen zufällig auf die verlorene Technologie der Seelenerschaffung. Es scheint alles Gottes Wille zu sein. Bitte. Was? Das kann ich auch. Das ist noch eine. Lustig. Nix, ihr müsst noch warten, mein Schnuffel. Kann da irgendwie hoch? Stimmt, oder? Wie geht's denn hier lang? Noch eine. Oh nein. Wo ist die verdammte Gesinn? Da! Oh nein, jetzt ist die Kiste weg, ne? Okay, warte. Hey! Was hätten wir? Wo ist die andere Kiste denn da unten? Hallo? Ein Gegenstand? Eine rein. Das hat auch was Gutes. Wir sammeln auf die Art und Weise Seelen und kriegen dadurch nochmal ein paar neue Fähigkeiten bzw. verbessern die, die wir schon haben. Das ist meine normale Kiste. Wie erfrischend. Donnerelement. Wollen wir gleich mal ausprobieren. Musik ist auch so mal gar nicht unheimlich. Stopp. Das hat sich sehr gelohnt. Hier lang zu gehen hat sich sehr, sehr gelohnt. Ich danke den komischen Sparkle-Teilen, dass sie uns den Weg gewiesen haben. Nicht machen. Nicht. Es gibt noch nichts. Ihr habt noch eine halbe Stunde. Ihr müsst noch warten. Genau, von da sind wir gekommen. Da kommen wir jetzt aber nicht mehr hoch. Weil wir nicht klettern können. Oh. Na gut.
Ah, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Ich hoffe ja, dass wir nicht allzu viel jetzt so übersehen haben. Fähigkeiten verbessern. Einmal. Es reicht doch für irgendwas. Angriffskraft? Physische Mana-Regeneration, Zielstabilität. Handeln? Den nehmen wir gerne. Und ich glaube, falls für den auch noch reicht, nehmen wir auch noch einen Grün mit. Unsere Mana-Regeneration ist eigentlich ganz gut. Nur stecke ich immer noch viel zu viel Schaden ein. Deswegen ist das ganz gut, wenn wir den hier mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das Licht hier lassen möchte. Ich finde es äußerst praktisch. Aber andererseits brauchen wir das hier vielleicht gar nicht mehr. Was noch, Miet? Ich steh mal auf jetzt. Kleiner Bettler, du. Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Sollte mal ausweichen. Wäre mal eine Maßnahme. Feuer. Was ist das? Ein Hinweis? Nach dem Zauberwirken wechselt Nobita in den beschleunigten Modus und kann einen Flächendonnerangriff beschwören. Versuche Rätsel zu lösen, wenn du im beschleunigten Modus bist. Was? Das hätten wir. Okay. Dann gehen wir zu dem. Oh oh. Suche Rätsel zu lösen, wenn du im beschleunigten Modus bist. Schon wieder selber umgenietet. Oh, das ist noch mehr. Ist klar, das kennen wir doch schon. Okay. Oh.
konnte doch mehrere anvisieren. Wieso geht denn das nicht mehr? Also den kann man anvisieren, aber die anderen nicht. Das verstehe ich nicht. Hi dort. Ein Gegenstand. Oh. Also hier kommen wir hin. Kein Problem. Aber warum? Das heißt, wir kommen hier auch hin? Können wir auch hin. Ah. Okay. Schleichter Modus. Das war falsch. Oh. Das war falsch. Nee. Weiter lauf, 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 lauf. Was will denn noch? Aber das war schnell genug. Okay. Wir kriegen's hin. Zwei Schläge. Lauf, 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 lauf. Ein Ticken zu langsam. Also, wir müssen den Blitzzauber benutzen, um schnell zu sein, dass wir alle gleichzeitig kaputt kriegen. Lauf, 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 lauf. Die Rätsel sind manchmal echt heavy. Puh. So, wenn jetzt nämlich alle gleichzeitig im Arsch sind, dann regenerieren sie sich nicht mehr. Heldenabzeichen. Ja, das passt. Damas? Damas. Nur die widerstandsfähigsten Seelen können der Macht der Seelenerschaffung widerstehen. Diejenigen, die zu Helden wohnen, sind mit außergewöhnlichem Willenskraft gesegnet. Und wir sind so eine, oder was? Tschüss. Das ist wieder so eine... Oh. Ich hätte schwören können, es ist wieder eine Mimiktruhe. Sheesh. Nein. Aber das ist auch kein gutes Zeichen. Oh Gott, da ist wieder irgendwas. Oh no. Oh. Da fangen die schon ohne mich an. Drei. Wow. Was kann ich wohl?
Also einen haben wir. Oh, da ist noch jemand. Banner von Vanessa? Will ich das wissen? Ja doch, will ich. Banner von Vanessa? Wer ist Vanessa? Eine der drei großen Helden der Kirche. Diese legendäre Heldin kämpfte im ersten Auslandskrieg nach dem 100. Jahr der Apokalypse und führte die Ritter der Apokalypse an, die die Blutorks besiegten. Aha. Okay. Wir hatten also schon eine Apokalypse. Spannend. Hallo, Katzi. Na, du musst trotzdem noch 20 Minuten warten. Ja, komm, setz dich mal hin. Hm? So, was damit? Achso, weil wir den Dornflüsterner-Element noch bekommen haben. Na, Schmuf? Was ist denn los? Wohin ziehen wir gerade? Möglichst nicht dort. Dort? Den haben wir? Da sind immer noch ein paar mehr. Damit haben wir nochmal zwei. Super mehr! Oh. Auf die Füße, auf die Füße, auf die Füße! Schnell was immer. Leute, wenn euer Gegner ein Schild hat, immer auf die Füße hauen. Jetzt drüben auch runter. Da geht's ein bisschen zu tief runter. Okay. Irgendwas quietscht hier. Haben wir hier Ratten? Oder Mäuse? Mit Scheren. Das ist gefährlich. Oh Gott. Never run with scissors. Seriously. Hat dir deine Mutter das nicht beigebracht? Also meine zwar nicht, aber was soll's. Ich hab's trotzdem nie gemacht. Hi. Und wie geht's euch sonst so? Au. Au, au, au.